Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder Pakete bekommen, beziehungsweise ich weiß ja, dass ich Pakete bekomme, weil ich habe das ja bestellt. So, nee, das kam so, da muss ich ein extra Video machen. Oh. Ich habe euch ja letztens die Figuren gezeigt, die ich mir bei Facebook Marktplatz gekauft habe, gebraucht. Jetzt habe ich, sieht man den? Aguilar ist das von Assassin's Creed, dem Film. Hier hinten seht ihr Aguilar richtig. Ich werde die auch erstmal noch verpackt lassen, bis, weil ich Angst habe, dass irgendwas passiert. Bis mein neues Regal fertig ist oben, und dann gibt es da ein separates Video, wo ich dann euch nochmal alle Figuren zeigen werde. Wobei die wahrscheinlich auf das DVD-Regal kommen werden. Ich weiß es noch nicht genau, weil passt da vielleicht besser hin. Müssen wir mal gucken. Weil die sind vom Style, sind die echt cool gemacht. Und ein bisschen detaillierter als die Figuren vom Spiel. Und dann haben wir hier noch Maria. Da könnt ihr Maria sehen. Halt auch ein schöner Karton. Original verpackt. Wobei ich auch am Überlegen bin, ob ich die vielleicht original verpackt lasse. Aber dann sieht man sie auch schlecht. Ich habe sie mir auch nicht als Wertsteigerungsobjekt geholt. Ich habe sie mir einfach nur geholt, weil ich es cool finde. Und ja, für die Schrankwand zum Hinstellen. Also nicht als Wertanleihung, also deswegen kann ich das auch öffnen. Nichtsdestotrotz, ich habe alle Kartons noch von all meinen Assassin's Creed Sachen. Von der Black Flag Edition, von den großen, von wo die Guillotine von Anno drin war, die Version. Ich habe alle Packungen, habe ich noch, also da ist noch nichts weggekommen. Also nee, das ist anders. Und dann habe ich noch was bei Spock gekauft. So, ich werde euch mal ranzoomen. Habe ich auch für einen guten Preis bekommen. Das ist PlayStation-Fans werden kennen. Ich mache mal mein Handy weg. Das ist Sackboy. Ja, mit den Händen so, die kann man nicht bewegen. Den Kopf kann man bewegen. Nach links und rechts. Oben, unten nicht. Der hat dann hier unten so eine Platte, die kann man auch abmachen, wenn man will, aber mit Platte ist er jetzt standfest und die hat keinen Kratzer, kein gar nichts, die ist noch super im Schuss. Den habe ich gebraucht gekauft für Geld, und den gibt es nicht mehr, den Sackboy. So wie ihr ihn hier seht, es gibt ihn nicht mehr neu, weil der wurde zu PS3-Zeiten hergestellt und verkauft. Und es gibt aber noch ein paar, die welche haben und die nach und nach verkaufen ab und zu mal, wenn sie ihre Spielesammlung auflösen. Aber so direkt kann man den nicht mehr kaufen. Und der Preis war okay. Und ich wollte schon immer einen Sackboy haben als Controllerhalter. Ich will mir noch andere holen. Wenn dann hier die Regale sind, kommt der dann ins Regal mit dem anderen PlayStation-Merch. Ja. Und der sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Richtig detailliert. Die Nähte. Hier ist die Platte, dass ihr die nochmal sehen könnt. Da ist kein Kratzer. Ist nicht durchgebrochen, gar nichts. Tipptopp. Und das steht jetzt halt hier. Und hält mein Handy. Hoppala, falsch. Ja. Das war soweit wieder zum Odin war einkaufen. Mehr ist jetzt eigentlich nicht. Ich wollte die Figuren ehrlich gesagt auch gar nicht jetzt schon kaufen. Ich hatte die aber in meiner Wunschliste bei Amazon, und dann, weil ich sie mir angeguckt habe, habe ich dann da halt Nachrichten gekriegt, hier so und so viel billiger. Und ich hatte noch Geld auf meinem Amazon-Konto. Also das Geschenk von meiner Frau kann ich euch jetzt nicht zeigen für Mutti-Tag. Da habe ich eine Pulsuhr geholt, weil sie ist ja Krankenschwester, hier so Herz,
zum Ranklippen und dann so ein bisschen Silber dran, also naja, so weiß und silber, so Smileys und dann ist da unten drunter die Pulsuhr. Dann kannst du zum Puls messen. Die kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, die hat meine Frau ja schon. Aber wie gesagt, die Figuren wollte ich noch gar nicht kaufen, aber die Preise waren gut. Und ich hatte Angst, dass, weil die gibt es ja auch nicht mehr direkt bei Ubisoft, nur noch bei anderen, die halt bei Ubisoft mehrere Vorräte gekauft haben. Und dann ist die, dann bei dem einen stand erst 6 Stück, dann 5, dann 4, dann 3, dann, wo ich sie gekauft habe, waren nur noch 2 da und da, von ihr, von der Tussi. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, jetzt muss der denn doch zugreifen, ehe sie weg sind. Und habe ich zugegriffen, habe sie mir geholt. Jetzt sind sie in meiner Sammlung und jetzt fehlt halt nur noch. Aber ich habe schon wieder was Neues gesehen. Jetzt fehlt halt nur noch von Assassin's Creed Rogue die Figur. Dann von Liberation die Figur. Lineage war der Film. Und vielleicht noch eine Figur von Ezio Auditore. Dann habe ich alle Charaktere zusammen. Dann fehlt halt, und wenn man dann ins Detail gehen will, halt Ezio aus der Assassin's Creed 2 White Edition vielleicht noch und die Figuren, die ringsherum gemacht sind, Ezio auf der Glocke, Quatsch, auf der, doch Ezio gibt es glaube ich auch auf einer Glocke, Ezio springt, Alter, ihr auf der Glocke, Blackbeard von Assassin's Creed Black Flag, aber die findest du nicht so im Netz, die findest du nicht, die Hauptfiguren hat fast jeder irgendwie sich geholt und die anderen haben echt nur Liebhaber geholt, aber da findest du nichts. Also ich habe Blackbeard, habe ich eine Blackbeard-Figur halt gefunden in den USA, aber nee, das ist mir dann auch nichts. Da extra in den USA zu bestellen, mit Einfuhr, verschiffen und auch nee. Aber so habe ich erstmal alles komplett. Ja. Im Stream habe ich die Pulsuhr ausgesucht. Da wollte ich nochmal allen Leuten, die im Stream zugeguckt haben, Danke sagen. Die haben mir dann, ihr habt mir ja geholfen bei der Entscheidung. Waren ja mehrere zur Auswahl. Da erstmal fettes Dankeschön an euch und einen Daumen hoch für euch. Wenn euch das Video gefallen natürlich hat, auch einen Daumen hoch. Wir werden nächste Woche Samstag, weiß nicht, ob ich es die Woche schaffe. Ich wollte diese Woche Samstag machen, aber das ist zu knapp von der Zeit her und ich werde das verschieben auf nächste Woche. Ich mache da nochmal ein separates Video zu. Werden wir bei Twitch It's Quiz Time spielen. Vielleicht machen wir diese Samstag schon zum Einstieg. Ich weiß es nicht. Ich muss gucken wegen Zeit und so, wie wir das alles schaffen. Aber könnt ihr euch schon mal vormerken. Samstag, wir machen ja einfach diese Woche Samstag und nächste Woche einfach mal vormerken. So, ich bin dann mal weg. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ein Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.